Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin unter den Linden im Café Einstein. Und mein Gast heute, Wolfgang Bosbach, seit ein, zwei Jahren so richtig bekannt. Herr Bosbach, ich habe gerade gesehen, für jemanden, der so für Recht und Ordnung so hart bekannt ist, ist das sehr irritierend, dass Sie sich mit mir auf einen Kaffee verabreden und dann Kakao mit Sahne trinken. Wie kommt das? Wir haben jetzt kurz vor 18 Uhr, ich kann ja noch keinen Alkohol trinken. Nein, Kakao mit Sahne ist ja weder rechtswidrig, noch ist irgendein anderweitiger Verstoß gegen die Rechtsordnung erkennbar. Und außerdem, ich bin ein Süßer, ich liebe Süßes und deswegen habe ich jetzt genau da Hunger drauf. Apropos Verstoß gegen die Rechtsordnung, komischerweise sitzt hier 4-5 Meter von uns entfernt Thilo Sarrazin und das hatten wir nicht ausgemacht oder so, der sitzt da einfach. Kennen Sie den noch von früher? Wissen Sie, was der gemacht hat? Thilo Sarrazin war ja in seinen Anfängen in der Ministerialbürokratie Mitarbeiter des Bundesministeriums der Finanzen, also als die Bundesregierung noch in Bonn war. Und da war zuletzt sein Arbeitsschwerpunkt Währungsumstellung und damit natürlich auch verbunden, neben der Einführung der Rechnungseinheit EQ, später die Einführung des Euro. Also wenn in Deutschland irgendjemand erzählen kann über die zum Teil auch dramatischen Verhandlungen rund um die Einführung des Euro, was wir den Menschen damals versprochen haben, wie das technisch vonstatten ging, dann Thilo Sarrazin. Sie sprechen schon das Thema ein bisschen an. Gestern gab es ein ESM-Urteil. Sie waren dagegen und es jährt sich jetzt, vor exakt einem Jahr haben Sie die Stimme erhoben und was dann kam, war die Lawine. Ich sage jetzt mal so und lassen Sie mich bitte kurz frech sein, Sie sind seit Jahren, sagen Sie, kein Paintball, keine Killerspiele, das ist Tötungssimulation und schlechtes Vorbild auch für die Jugend. Wissen Sie, was ich mir gedacht habe in dem Moment? Ist das, was Ihre Fraktion mit Ihnen gemacht hat und die Fraktion der FDP mit Frank Schäffler gemacht hat, nicht eine politische Tötungssimulation gewesen? Nein, das Gefühl habe ich schon deshalb nicht, weil die Reaktionen im Publikum, in der Bevölkerung ganz anders sind als die Reaktionen im offiziellen Politikbetrieb hier in Berlin. Ich habe in der Bevölkerung nicht nur im Wahlkreis, sondern bundesweit viel mehr positive als negative Erfahrungen gemacht. Also in der Politik geht es so zu, wie auf anderen Arbeitsplätzen auch. Da wird auch mal ein klares oder von mir aus auch hartes Wort gesprochen. Und gut, meine Auseinandersetzung mit Herrn Pofalla oder seine Auseinandersetzung mit mir, muss man genauer sagen, ist bekannt. Aber das war auch am nächsten Tag vorbei. Er hatte sich bei mir entschuldigt. Wir kennen uns seit Jahrzehnten. Und jetzt ist es aber auch gut. Mehr geärgert habe ich mich über einen Kollegen, der mich zumindest mittelbar aufgefordert hat, mein Mandat niederzulegen. Das geht natürlich zu weit. Also der mich gefragt hat, auch übrigens vor laufender Kamera, ob ich denn nicht aus meinem Stimmverhalten persönliche Konsequenzen ziehen will. Das geht gar nicht. Zumal das Ihr Direktmandat ist, das Sie immer wieder selber holen in Ihrem Wahlkreis. Wie kommt es, dass Sie jetzt sagen, trotz Ihrer Lebensumstände und der politischen Umstände, dass Sie sagen, ich möchte es nochmal wagen in meinem Wahlkreis? Zum einen haben Sie völlig recht, das, was den Abgeordneten wirklich frei macht, ist neben der Freiheit des Mandates, die im Grundgesetz garantiert wird, das Direktmandat. Das ist das wirklich Entscheidende, wenn man sich darauf verlassen kann, dass man getragen wird von der viel zitierten Basis. Das macht einen unabhängig oder unabhängiger. Im Übrigen, mir macht Politik nach wie vor Spaß. Ich wüsste nicht, was ich lieber machen würde. Natürlich ist das mit Ärger, mit Enttäuschung, mit Anfeindungen, mit Rückschlägen verbunden. Aber liebe Leute, die gibt es doch in anderen Berufen auch. Und ich gehe auch nach 18 Jahren immer noch gerne in mein Büro. Ich habe tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder Tag ist spannend und solange ich das machen kann, möchte ich es auch gerne machen. Über alle Parteigrenzen hinweg, ich habe Sie genannt, Frank Schäffler, Sarah Wagenknecht von der anderen Ecke, gerade eine ehemalige Justizministerin wie Däubler-Melin, ich glaube, die gehört zu den wenigen, die länger im Bundestag war wie Sie. Kann das gut sein? Sie ist 1972, wenn ich mich recht erinnere, in den Bundestag gekommen. Also gemeinsam mit Wolfgang Schäuble, der ja auch wieder antreten wird, der jetzt schon 40 Jahre Parlamentarier ist. Unglaublich. Ja. Und die sind gegen diese ESM-Maßnahmen. Und wenn ich gestern so gucke, wie die da
beim Bundesverfassungsgericht sich hingesetzt haben, und das ist jetzt ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt, sehe ich da vorne Degenhardt, Däubler-Gmelin, ganz viele tolle, wichtige Menschen, die für Demokratie stehen, aber da gesellen sich auch andere Konsorten und Kollegen hin, wie so Leute wie Professor Schachtschneider, der zuweilen hier und da bei einer NPD-Veranstaltung zu sehen ist und so weiter. Glauben Sie nicht, dass die berechtigte Kritik im Moment auch die Gefahr hat, von der falschen Seite Applaus zu bekommen? Das ist möglich, das geschieht auch zuweilen, das kann man aber nie verhindern, das kann man nie ausschließen. Ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass der Euro Deutschland mehr Vorteile als Nachteile bringt, wenn wir denn das beachten, was wir bei der Einführung beschlossen haben. Also Währungsunion, keine Haftungsunion, Währungsunion, keine Verschuldungsunion, keine Transferunion. Wenn wir dabei bleiben, halte ich das Projekt Euro immer noch für richtig. Wenn ich so im Netz gucke, gibt es Menschen, die Sie fantastisch finden, und die gleichen haben ein Problem mit Ihnen. Wenn die sich daran erinnern, oder jetzt sind so Dinge wie Terrorbekämpfungsgesetz und so weiter, dass sie einfach Überwachung auf der Straße bis überall hin, dass sie da ziemlich Hardliner-Positionen haben. Und die sehen Sie als in sich polare Person, was das angeht. Woher kommt das denn? Wieso sind Sie so an den Daten interessiert, Herr Bosbach? Ich bin nicht an Daten interessiert. Ich stamme ja noch aus der analogen Welt. Nein, ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wir eine unteilbare Rechtsordnung haben, dass Recht und Gesetz keine Merkmale eines Polizei- oder Überwachungsstaates sind. Recht und Gesetz sind das Fundament für eine friedliche Gesellschaft. Wenn Menschen ganz unterschiedlicher Hautfarbe, Religion und Nationalität in einem Land friedlich zusammenleben wollen, dann geht das nur auf der Basis einer allgemeingültigen Rechtsordnung. Und das ist die Rechtsordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Und für die Verhinderung und Aufklärung von Straftaten gilt: Es darf keine rechtsfreien Räume geben. Um ein klassisches Beispiel zu nehmen: Das, was im richtigen Leben strafbar ist, in der realen Welt, kann in der virtuellen Welt nicht straflos sein. Das heißt, wir müssen Betrügereien aufklären, völlig unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Hilfe des Netzes begangen werden. Dann lassen Sie mich mal provokant fragen. Ja, also wenn Sie sagen, Recht und Ordnung, das müssen wir haben, und staatliche Institutionen, da muss Vertrauen sein. Ja. Und was machen wir, wenn die rechtsfreien Zonen in staatlichen Institutionen sind, wie jetzt beim Verfassungsschutz? Würden Sie da gerne Ihre Daten haben? Ich habe kein Grundmisstrauen in staatliche Organisationen. Ich habe auch kein Grundmisstrauen in Ermittlungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden. Und dort, wo Menschen arbeiten, dort, wo Tausende von Menschen arbeiten, kommt es immer wieder zu Pannen, zu Versäumnissen. Also einige Journalisten haben ja aufgedeckt, dass da auch einiges bewusst veranstaltet wurde bei Aktenvernichtung und alles drum und dran. Ja, Moment, Leute, so einfach ist es nicht. Natürlich sind die Akten bewusst vernichtet worden. Da hat ja niemand Kopierer mit Schredder verwechselt. Bewusst war das. Die Frage war nur, war es bewusst, um etwas zu vertuschen, und war es gegen geltendes Recht? Die gleichen, die jahrelang rumgelaufen sind und für kurze Aktenruhefristen gesorgt haben, die wollen, dass alle personenbezogenen Daten rasch gelöscht werden, dass sie sofort gelöscht werden, sobald die Liegefrist überschritten ist. Das sind die gleichen, die sagen, wie konnten denn diese Akten gelöscht werden? Wieso sind die Akten nicht mehr da? Das ist übrigens eine häufige Folge: Wenn man etwas löscht, ist es nicht mehr da. Und deswegen erwarten wir auch eine glasklare rechtliche Regelung, die dann auch vom Datenschutzbeauftragten mitgetragen werden muss. Was an personenbezogenen Daten soll wie lange aufbewahrt werden dürfen, und was muss unter welchen Voraussetzungen gelöscht werden? Wenn das zweifelsfrei ist, dann bitte nicht nach Löschung kommen und irgendwelche Verschwörungstheorien ausbreiten. Dann war es ja offensichtlich aus Datenschutzgründen so gewollt. Und wenn die Daten dann nicht mehr zur Verfügung stehen zur Aufklärung von Verbrechen im rechtsradikalen Milieu, dann ist das eine bittere Folge. Aber es ist Folge der Rechtslage. Was halten Sie denn von dem Datenschutzbeauftragten? Das ist eine notwendige Institution, und der Datenschutzbeauftragte hat uns schon viele wichtige Hinweise gegeben. Das gilt nicht nur für Herrn Schaar, das gilt auch für seinen Vorgänger, Herrn Jacobs. Ich war selber jahrelang
noch zu Bonner Zeiten Berichterstatter für den Datenschutz in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir haben immer gut mit dem Datenschutzbeauftragten zusammengearbeitet und deswegen liegt mir auch das Thema so am Herzen. Ja, zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe, Herr Bosbach, und bitte um drei kurze Assoziationen. Hertha Däubler-Gmelin. Eine ungewöhnlich kluge, eine, heute würde man sagen, taffe Politikerin und ehemalige Kollegin. Wir waren nicht in allen Punkten einer Meinung, aber sie hat mich aufgrund ihrer Geradlinigkeit immer beeindruckt. Zweiter Begriff, Beraterverträge. Ja, leider habe ich keinen, aber es kommt darauf an, ob es hier eine Verquickung gibt mit dem politischen Amt, mit dem Mandat, ob hier die Wahrnehmung des Mandates, die objektive Urteilsfindung beeinträchtigt ist oder nicht. Und wenn man nur den Eindruck hat, hier könnte die Freiheit und Unbefangenheit des Abgeordneten bei der Entscheidungsfindung beeinträchtigt werden durch einen solchen Vertrag, weil man nicht Diener zweier Herren sein kann, dann darf man es nicht machen. Jetzt unter uns, also wenn ich Abgeordneter bin, habe ich dann noch Zeit, bei so vielen Firmen noch zusätzlich Geld zu verdienen? Oder sollte ich mir nicht die Zeit nehmen für meinen Wahlkreis oder sonst was? Wissen Sie, das Thema begleitet mich schon, seit ich vor 40 Jahren in der Jungen Union angefangen habe. In diesen 40 Jahren habe ich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die eine Reihe von Mandaten, Aufgaben und Ämtern hatten und sich in allen hervorragend bewährt haben, die das grandios gemacht haben. Und ich habe auch leider Menschen kennengelernt, die mit einem Amt schon überfordert waren. Dritter Begriff, Piratenpartei. Ja, beobachte ich mit großem Interesse. Insbesondere deshalb nicht nur, weil mich hier am Pullover jetzt ein bisschen... Wir haben ausgemacht. Ich bin so nah wie Friedmann, aber ich fasse sie nicht an. Nein, ich meine, das ist auch so ein bisschen auch so das Logo der Piratenpartei. Geht ja immer so ein bisschen ins Orange und ins Rötliche hinein. Nein, ich beobachte das mit großem Interesse, aber auch mit zwiespältigen Gefühlen. Auf der einen Seite eine neue politische Kraft. Ich sehe ja sowas immer unter sportlichen Herausforderungen. Das ist eine sportliche Herausforderung. Sie wecken politisches Interesse bei vielen Menschen, die mit den etablierten Parteien nicht mehr viel anfangen können. Auch was ich da so an Parteitagen beobachte, alles neu, alles interessant, alles spannend. Das ist die eine Sicht der Dinge. Die andere Sicht, naja, sagen wir so, es wird vielleicht unterschätzt, mit wie viel Arbeit und Aufwand es verbunden ist, wenn man wirklich über einen langen Zeitraum hinweg solide und fundierte parlamentarische Arbeit machen muss. Du kannst nicht alles mit Chatten und Simsen und Twittern erledigen. Manchmal muss man dröges Aktenstudium machen. Wenn Sie es schaffen, sich so politisch zu etablieren wie die Grünen, dann werden Sie in absehbarer Zeit als ganz normale politische Kraft in den Parlamenten auch enden. Ja, ich danke Ihnen, Herr Bosbach, für dieses Gespräch. Es wäre sehr, sehr angenehm mit Ihnen. Ich hoffe, wir können das mal bei späterer Gelegenheit vertiefen nochmal in dem einen oder anderen Thema. Wenn ich dann wieder einen Kakao bekomme. Ja, absolut. Ich danke Ihnen. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und beim nächsten Mal geht es um Kabarett. Und mein Gast ist Matthias Tretter. Bis zum nächsten Mal.